Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra, erstmals in HD-Qualität. Die Einbruchsserie in Südtirol reißt nicht ab. Fast täglich gibt es Meldungen von Wohnungseinbrüchen aus nahezu allen Bezirken unseres Landes. Ist Südtirol also kein sicheres Land mehr? Braucht es schärfere Gesetze? Braucht es Bürgerwehren und braucht es vielleicht auch mehr Videoüberwachungskameras? Genau darüber wollen wir heute bei Pro und Contra diskutieren. Und dazu habe ich zu mir ins Studio eingeladen. Zum einen recht herzlich Uli Meyer, Landtagsabgeordneter der Freiheitlichen. Und zum anderen Felix von Wohlgemuth, Co-Landesvorsitzender der Grünen. Schön, dass Sie beide hier sind. Guten Abend. Frau Meyer, wir hören wirklich fast jeden Tag mittlerweile, und das geht jetzt schon seit Wochen so, das muss man auch ganz ehrlich sagen, Meldungen von Wohnungseinbrüchen in Südtirol. Fühlen Sie sich noch sicher bei uns hier in Südtirol? Ich fühle mich in bestimmten Situationen, hängt davon ab, wo ich bin und um welche Uhrzeit ich wo bin, unwohl. Aber es geht weniger um meine Gefühle, sondern um die vielen Rückmeldungen der Menschen, die mich tagtäglich erreichen, die teilweise Angst haben, die teilweise im Alltag die zunehmende Verwahrlosung auf unseren Straßen und Plätzen erleben, in Hauseingängen, Bürozugängen und so weiter, die sich inzwischen in WhatsApp-Gruppen organisieren, die wachsam sind, die bestimmte Zonen im Bozen zu bestimmten Tageszeiten, auch untertags schon, wenn möglich, meiden. Und wir sprechen von Bürgerwehren, das ist so ein Schlagwort, das immer wieder durchsickert. Darüber sprechen wir dann später noch, genau. Deswegen denke ich, ist Südtirol nicht unbedingt in der Wahrnehmung vieler Menschen noch ein sicheres Land. Jetzt ist es ja so, viele sagen auch, oder haben vielmehr den Glauben auch in Institutionen, auch in die Polizei und in das Justizsystem verloren. Ich nenne beiden ein Beispiel. Da gab es vor gut drei Wochen einen Einbruch in Raas in der Gemeinde Natschaps. Der Mann, der Einbrecher, wurde auf frischer Tat ertappt, wurde verhaftet und hat jetzt einem gerichtlichen Vergleich über 2 Jahre Haft ohne Bewährung zugestimmt. Er ist aktuell auf freiem Fuß. Dieser Mann, Felix von Wohlgemuth, saß ganze 2 Wochen im Gefängnis. Braucht es also, so wie es viele fordern, unter anderem auch die Lega, schärfere Gesetze? Na, sagen wir so, die Lega hat schon bei ihrem letzten Regierungsantritt die Gesetze verschärft. Hat auch insbesondere ein eigenes Delikt geschaffen, was Wohnungseinbruch bestraft, im Gegensatz zum normalen Diebstahl. Die Strafen gehen da von 4 bis 6 Jahren, und wenn es erschwerende Umstände hinzukommen, was sehr bald ist, sind wir bei 5 bis 7 Jahren. Nicht? Also ich glaube, dass die Strafen an sich genommen genug sind. Es fehlt natürlich die Effizienz in der Umsetzung. Und bei uns in Südtirol konkret, nicht, ist natürlich das Problem, dass ich kein Gefängnis habe. Seit Jahrzehnten wird versucht, das zu bauen. Es gibt schon ein Gefängnis in Bozen. Es gibt ein Gefängnis aus der KNK-Zeit, nicht, was absolut nicht mehr, sei es platzmäßig und auch vom Angebot her nicht mehr geeignet ist, einen modernen Strafvollzug zu gewährleisten. Und das ist auch das Problem, nicht, dass ich die Leute nicht einsperren kann. Auch die Untersuchungshaft wird außerordentlich schwierig momentan. Darf ich hier ein anderes Beispiel ins Feld führen? Absolut, gerne. Ein Südtiroler Betrieb, der ein nicht gendergerechtes Inserat in der Zeitung geschaltet hat, ein Stellenangebot angeboten hat, nicht gegendert hat, 3.333,33 Euro Strafe diesbezüglich bezahlt hat. Das wird als Straftat dargestellt, weil er nicht gegendert hat. Steht das in einem Verhältnis mit einem Wohnungseinbruch, der uns am Tag mehr gekostet hat, Verhandlung mehr gekostet hat? Felix, und davon von Wohlgemuth sind die Leute ist müde, ja, dass wir, ja, und dass die Wahrheit ist, ja, neben dem, was Sie, ja, gesagt haben, noch zusätzlich, gut, lassen wir Felix von Wohlgemuth darauf antworten, dass wir Richter haben, die eine Kuscheljustiz praktizieren. Frau Meyer, ich glaube überhaupt nicht. Das ist ja genau das Problem. Sie sprechen es ja genau an. Was macht Italien? Italien hat nicht die Fähigkeit, das Gesetz durchzusetzen, weil natürlich massive Personalmängel vor allem verantwortlich sind, insbesondere bei der Justiz. Fehlt das Personal, kann sie nicht durchsetzen. Was wird gemacht? Das ist auf Abschreckung gesetzt mit den Strafen. Nicht? Wen trifft es? Die Leute, die hier wohnen und die eigentlich viel zu verlieren haben. Die, die es nichts zu verlieren haben, gehen da praktisch durch die Finger. Und werden nicht geschützt. Nicht? Dieses Personalmangelproblem ist eklatant in der Justiz. Man muss sich schauen, zum Beispiel im Bozener Landesgericht, das Verwaltungspersonal, was da wirklich eine wichtige Funktion erfüllt, von 124 Planstellen sind 51 Planstellen nicht besetzt. Nicht? Im gesamten Gerichtssprengel Trentino-Südtirol sind von 623 Planstellen 225 nicht besetzt. Es fehlen Richter, es wird Verwaltungspersonal. Personal. Aber gut. Das sind die Probleme, die wir kennen. Was kann da die Politik tun, Frau Meyer? Die Zuständigkeit haben, denn die Politik macht ja in Südtirol ganz gerne immer dieses Spiel, da ist Rom zuständig. Genau,
da ist die Region zuständig. Mhm. Und die Oppositionsparteien, einige Oppositionsparteien, haben in den letzten Jahren im Regionalrat dieses Thema immer wieder aufs Tapet gebracht. Hier ist die Landesregierung, mhm. sprich Regionalregierung, sind dieselben Köpfe, säumig. Was Herr von Wohlgemuth gesagt hat, ist absolut, absolut zu unterstreichen, der Personalmangel, den wir bei den Sicherheitskräften haben. Aber mir ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, zu wenig. Es stimmt, die Kompetenzen, die wir zum einen nicht wahrnehmen, zum anderen bei den Sicherheitskräften haben wir nicht wirklich richtig, die Zuständigkeit. Richtig, dafür ist der Staat Italien und zuständig. Und da wäre es höchst an der Zeit, dass man mit den entsprechenden Herren ein Gespräch einmal führt, ob es nicht möglich wäre, gut. dass man bestehende Ressourcen, die wir in Südtirol haben, anderweitig einsetzen. Denn ich glaube nicht, wenn Gemeinden, wo wir wissen, die besonders schwer getroffen sind, die unterbesetzt sind mit Karabinieri-Beamten, dass gut. wir es uns dann leisten können, über 90 Karabinieri-Beamte auf unsere Skipisten zu schicken. Uli Meier hat vorhin eingangs in der Sendung etwas gesagt, nämlich hat sie auch die WhatsApp-Bürgergruppen erwähnt. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Phänomen, das es mittlerweile seit vielen Monaten bereits in Südtirol zu beobachten gibt. Bürger gründen solche WhatsApp-Gruppen, um sich gegenseitig darauf aufmerksam zu machen, Achtung, bei mir ist eingebrochen worden, beziehungsweise bei meinem Nachbarn, oder Achtung, ich habe eine verdächtige Person, ein verdächtiges Auto gesehen. Felix von Wohlgemuth, wie sehen Sie solche Bürgergruppen, sage ich mal, die sich mittels WhatsApp gegenseitig versuchen zu helfen? Ich bin selber in so einer Gruppe dabei, weil es mich interessiert. Man sieht halt natürlich die Folgen. Es werden Leute fotografiert, die spazieren gehen. Ich sage, oh, verdächtige Person. Zwei Kommentare später schreibt die Person, nein, das bin ich, bin dein Nachbar. Müsste ich mich eigentlich kennen, ich wohne seit 10 Jahren da. Und es kommt der Gewöhnungseffekt. Das sind hunderte Nachrichten am Tag und irgendwann schaut man nicht mehr rein. Wichtiger wäre, dass die Leute wieder auf das zurückkommen, wie es früher war, dass sie beim Nachbar mal läuten, dass man sich vorstellt, dass man weiß, wer ist mein Nachbar, wer wohnt da. Kann ich dir mal sagen, dass ich mal im Urlaub bin und nicht da bin, nicht? Damit man einen direkten Ansprechpartner hat. Nicht? Und wenn man Beobachtungen macht mit verdächtigen Personen, dann soll man das nicht in WhatsApp-Gruppen schreiben, weil es nichts nutzt, sondern man soll es in die Sicherheitsbehörden melden. Die Karabinieri-Stationen, in der Staatspolizei, dann wissen die das und wenn die ihre Streifen fahren und die Leute sehen, dann werden sie sie kontrollieren. Ich kenne WhatsApp-Gruppen, wo man die Karabinieri-Beamten der eigenen Gemeinde mit hineingefügt hat, wo auch die Bürgermeister vertreten sind. Ich kenne eine WhatsApp-Gruppe, wo sogar der Bürgermeister regelmäßig Fotos hineinstellt mit Nummernschildern, wo er wahrscheinlich die Information von den Karabinieri hat, Vorsicht. Also ich denke, das ist ein Instrument, dass sich die Menschen geschaffen haben, wachsam zu sein. Und weil sie sich, wie es eingangs auch richtigerweise von Ihnen, Herr Bassani, angesprochen wurde, teilweise vom Rechtsstaat nicht mehr so beschützt und vertreten fühlen, wie es eigentlich sein müsste. Darf ich da kurz einhaken, Frau Meier? Wäre dann der logische, nächste, konsequente Schritt, dass man auch Bürgerwehren unter Anführungszeichen in Südtirol gründen würde? Interessant ist ja, vor vielen Jahren gab es diese Tendenz. Da war man kurz davor, solche Bürgerwehren auch wirklich zu installieren. Es gab ja auch zu Weihnachten, in der Weihnachtszeit in Natschaps, eine Situation, die ein bisschen, sage ich mal, aus dem Ruder gelaufen ist. Da haben mehrere Personen ein verdächtiges Fahrzeug verfolgt. Schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dem waren dann nicht so. Also wäre in Ihren Augen, laut Ihrer Argumentation jetzt eigentlich so der nächste Schritt, die Gründung einer gewissen Art Bürgerwehr. Aber natürlich, Achtung, Selbstjustiz, das darf natürlich nicht verzogen werden. Aber Sani, nur ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu. In Steinegg hat es vor über 40 Jahren schon Bürgerwehren gegeben, wo die Männer des Dorfes sozusagen abends durch die Straßen, durch die Wege, viele Straßen gibt es in Steinegg nicht, gezogen sind, um aufzupassen, weil es eben Vorfälle gegeben hat. Bräuchte es das jetzt wieder, ich sage, Frau Meier. Bürgerwehren ersetzen nicht konsequente Polizeiarbeit. Bürgerwehren, ich habe Verständnis, dass Menschen das andenken. Ich glaube, solange sich jemand im Rahmen des Rechtes bewegt, ist es auch ein gutes Recht eines jeden Bürgers, wachsam zu sein. Selbstjustiz auf keinen Fall. Und ich gehöre zu jenen, die sich wirklich ganz oft den Mund dusselig reden auch und Bürger davor warne. Denn sie haben keine Handhabe. Und es kommt noch etwas dazu. Ganz kurz noch bitte. Der Bürger müsste die Garantie haben, dass in unmittelbar kürzester Zeit ein Einsatzwagen vor Ort ist. Und das Felix von Wohlgemuth, Bürgerwehren nicht gewährleistet werden. Bürgerwehren, wie sehen Sie das? Für Bürgerwehren sind ja 2009 geschaffen worden auf nationaler Ebene. Waren damals, das war die Ronde,
großes Thema. Ich würde allen davon abraten, weil einfach die Gefahr in keiner Relation steht zum Risiko, was man eingeht. Nicht? Also man versucht eigentlich Einbrecher normalerweise jetzt in der aktuellen Situation zu stellen. Bei Einbrecher weiß man, dass sie eigentlich so, also irgendwie können flüchten. Also es ist ja eigentlich eine Verbrechenskategorie, was nicht auf Konfrontation ausgeht, im Gegensatz zu einem Räuber. Nicht? Aber wenn man sie in die Enge treibt und versucht, da festzuhalten, dann kann es passieren, dass man in einen Konflikt landet. Nicht? Dass man entweder die Person verletzt, oder dass man selber natürlich sehr schwer verletzt wird. Und das steht einfach in keinem Verhältnis. Nicht? Also die Ordnungskräfte müssen dafür zuständig sein, das zu machen. Es ist vorher angesprochen worden, die Kabine auf die Skipiste. Ich glaube, Südtirol sollte wirklich auch wie bei Gefängnis schauen, wo man selber Zuständigkeiten haben kann. Wir haben Ortspolizisten in verschiedenen Gemeinden, die alle ihre eigenen Süppchen kochen, nicht Kirchturm denken. Es ist höchste Zeit, dass man eine Bezirkspolizei errichtet, nicht? Oder wenigstens Gemeinden dazu verpflichtet, sich zusammenzuschließen, weil man eben schon die Dienste nicht abdecken kann. Also Bezirkspolizei bräuchte es in Südtirol eine solche, so gesehen. Die Freiheitlichen haben in der Vergangenheit auch immer wieder eine Landespolizei gefordert. Ja, das würde natürlich bedeuten, dass Südtirol die Kompetenzen in der Hand hat, dass Südtirol natürlich dann auch selbst das Geld in der Hand hat, selbst darüber bestimmt, wie finanziell stark die Polizei auszustatten ist. Und wir haben das Problem, dass sich viele Südtiroler mit dem italienischen Staat nicht identifizieren. Natürlich auch von dieser Seite Personalmangel ist. Eine Landespolizei würde bedeuten, dass das Problem Zweisprachigkeit, Proporz und so weiter wegfallen würden. Und wir hätten es mit Leuten zu tun, die Südtirol kennen. Herr von Wohlgemuth. Ich würde nicht den Verband der jetzigen Ordnungskräfte zerreißen und neue Strukturen schaffen. Ich würde auf der Basis, der wir heute die Kompetenzen, die wir haben, mit der Gemeindepolizei einfach Zusammenschlüsse machen zwischen den Gemeinden auf Bezirksebene. Und die brauchen wirklich nur Leute, die Streife fahren und schauen, ob auf Nacht was los ist und nicht die polizeilichen Aufgaben von der Staatspolizei übernehmen. Das macht der gut. Verband, wie wir ihn gut. heute kennen, hat eigentlich die EU schon zerschlagen. Italien zahlt jährlich Strafe, weil wir noch nicht so weit sind. Gut. Also es gibt in keinem die anderen Frage, Land diese drei Kurse, wie wir sie haben. Die Frage, die sich ja auch viele Menschen zu Hause stellen und vielleicht auch Sie daheim, ist, hat Südtirol ein Sicherheitsproblem? Nachdem ja fast täglich eben von solchen Wohnungseinbrüchen berichtet wird oder solche entsprechende Meldungen es einfach auch zu berichten gibt. Wir haben heute deshalb, oder vielmehr mein Kollege hat entsprechend jemanden gefragt, der tagtäglich draußen auf der Straße unterwegs ist und der sich auch als Ortspolizist bestens mit dieser Situation auskennt. Und zwar Christian Karli, er ist der Präsident der Vereinigung der Ortspolizei. Wir haben ihm die Frage gestellt, hat Südtirol ein Sicherheitsproblem? Hören wir ganz kurz rein. Nein, ein Sicherheitsproblem sicher nicht. Das sind die sporadischen Zeitspannen, wo es solche Einbrüche gibt. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Die Berichterstattung ist jetzt natürlich massiv. Und einerseits wichtig, damit eben die Bürger und die Bürgerinnen eben auch vorsichtig sein und Augen offen halten und auch die verschiedenen Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Und was auch noch sehr interessant ist, Carabinieri-Landeskommandant Raffaele Rivola hat ein paar Details auch zur aktuellen Einbruchsserie kürzlich auch publik gemacht. Er meinte, jetzt ist vor allem neu, dass es Einbrüche vor allem in den Dörfern gibt und dass deshalb diese Einbrecher, wenn sie schon in einem Dorf auftauchen, gleich mehrmals zuschlagen. So gesehen, Frau Mayer, wird da die Lage vielleicht auch, diese gefühlte Unsicherheit, vielleicht auch etwas zu sehr dramatisch dargestellt? Nein, wird sie nicht. Und Herr Rivola ist, glaube ich, seit einem Jahr in Südtirol. Deswegen ist ihm nicht bekannt, dass in den Dörfern schon früher eingebrochen wurde. Ich habe hier eine Statistik. Darf ich das ganz kurz in die Kamera halten? Von 2010 bis 2019. 2010 hat man davon gesprochen, dass 1,3 Einbrüche pro Tag gemeldet wurden. Es hat dann 2014 einen Ausschlag gegeben. 2019 reden wir von 3,4 Einbrüchen pro Tag. Also man kann fast von einer Verdreifachung sprechen. Diese Verniedlichung fast, wie mit Sorgen von Bürgern umgegangen wird und auch von Seiten der Sicherheitskräfte, ist in meinen Augen kontraproduktiv. Deswegen hat sich der Landtag ja mit einem Antrag von uns Freiheitlichen befasst, der 3 Jahre jetzt auf die Umsetzung wartet, nämlich einer Sicherheitskonferenz, wo alle Akteure der Sicherheit von Gemeinde, Landes-, Staatsebene kommen, dass wir Experten anhören, wo alles ganz klar auf den Tisch gelegt wird und wo Südtirol dann abwägen muss, wo haben wir die optimalen Kompetenzen, wie kann man Sicherheitskräfte bestmöglichst organisieren, Ressourcen bestmöglichst verwenden, denn es muss Aufgabe der Politik sein,
kurzfristig, mittelfristig, langfristige Maßnahmen zu setzen, bestmöglich zu agieren, dass wir Gut. die Situation verbessern. Felix von Wolgemuth. Wie Sie gesagt haben, nicht, jeder Einbruch ist einer zu viel, das ist klar. Nicht? Aber wir haben in den letzten Jahren, auch vor der Pandemie, circa bei den 1000 Einbrüche pro Jahr gehabt in Südtirol, wie es die Frau Mayer gesagt hat auch. Nicht? Wenn man das medial so berichtet hätte, wären das 4 Beiträge pro Tag. Ich glaube, dass dann der Aufschrei früher größer gewesen wäre. Nicht? Die Frage ist, ob die Sicherheit jetzt konkret sich geändert hat, von vor der Pandemie zu nach der Pandemie. Diese Zahlen kann ich nicht, also die Zahlen nicht herauslesen, dass das massiv schwieriger geworden wäre. Nicht? Und ich glaube, dass man wirklich da muss aufpassen, dass man die gefühlte Sicherheit der Menschen eben nicht zu sehr ins Negative zieht. Nicht? Ich muss klar sagen, wir haben in ganz Südtirol im Jahr 2021 über 14.500 Straftaten gehabt. Nicht? Vom kleinsten Ladendiebstahl bis zum... Was ist das in Ihren Augen nicht viel? Eine geringe Anzahl? Es ist eigentlich im Verhältnis zur restlichen Region in Italien ist eigentlich eine geringe Anzahl. Und wir haben ja auch im Verhältnis, muss man jetzt dazu sagen, vielleicht als Entschuldigung für die Justiz, eine relativ effiziente Justiz in Südtirol, was den Rest von Italien betrifft. Also wir haben eine durchschnittliche Verfahrensdauer im Strafrecht von 183 Tagen, ist sicher viel länger als in Österreich, aber natürlich auch einige schneller als im restlichen Italien, wo wir bei 2,5 Jahren teilweise liegen. Also ich glaube, wir müssen auch schon sagen, dass wir da effizient schon auch dagegen steuern, aber natürlich wäre es, wie gesagt, nochmal wichtig, die Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Na, effizient, ich glaub, also die Sicherheitspolitik in Südtirol als effizient zu bezeichnen, ich glaube... Die Gerichtsbarkeit finde ich sehr effizient, ich kann nur die Daten auf gesamtstaatlicher Ebene anschauen und sie vergleichen. Weniger die Daten, und auch weniger diese ja. Zahlen, denn eines ist auch klar, das sagen uns Beamte, die auf der Straße ja. arbeiten. Was tut die Questur, was tun Carabinieri? Die gehen nur den wirklich getätigten Anzeigen nach. Mhm. Die Dunkelziffer ist eine viel höhere. Wie viele Südtiroler machen sich nicht einmal mehr die Mühe, eine Anzeige zu machen, weil sie sagen, ich habe keine Lust und keine Zeit, 2-3 Stunden irgendwo zu sitzen, bis dann jemand vielleicht meine Muttersprache spricht, für etwas, wo die Aufklärungsquote gleich null ist. Fahrraddiebstahl, ein ganz gutes Beispiel. Wie viele Fahrräder kommen effektiv zurück? Es fehlt ja... Vor allem in den Städten ist das Problem. Bei Wohnungseinbrüchen, wenn ich die Kategorien anschaue, dann sieht man einfach, Wohnungseinbrüche werden angezeigt von den Personen, die betroffen sind. Dass jemand ein Wohnungseinbruch hat und keine Anzeige macht, wäre mehr persönlich meiner beruflichen Laufbahn noch nicht durchgekommen. Natürlich sind auch die versuchten Einbrüche dabei, dann wären die effektiven weniger, wie Sie gesagt haben, also nicht einmal 1000. Das wird dafür ermittelt. Nicht? Es ist klar und man muss auch schauen, dass man eben nicht das auf das mangelnde Anzeigeverhalten der Personen schiebt. Ich glaube, wenn man das statistisch anschaut, gibt es mehr Anzeigen als früher. Die Leute zeigen die Straftaten effektiv an. Vielleicht, wie gesagt, beim Radldiebstahl wird man es nicht mehr machen, wenn es als Rad ist, aber wenn einmal ein teures Mountainbike gestohlen wird, dann wird sicher Anzeige erstattet. Also die Leute machen das, muss man auch anschauen. Also in der Realität deswegen, ist da ein bisschen anders. Ich möchte noch ein Argument jetzt vielleicht in die Runde einbringen, Frau Mayer, Herr von Wolgemuth, und zwar gibt es in der Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland ein Pilotprojekt. Mhm. Zwar gibt es dort ein Videoüberwachungskamerasystem zur Kennzeichenerfassung. Würden Sie sagen, Frau Mayer, das sollten jetzt wirklich angesichts der aktuellen Lage von diesen doch zahlreichen Wohnungseinbrüchen, das sollten jetzt alle Bezirksgemeinschaften anwenden? Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, bei dem Thema Videoüberwachung waren wir Freiheitlichen immer so ein bisschen im Zwiespalt. Denn einerseits darf nicht die Privatsphäre des rechtschaffenden Bürgers natürlich, unterwandert werden. Auf der anderen Seite, angesichts der Situation, in der wir sind, begrüßen wir die Videoüberwachungen, müssen aber dazu sagen, man muss sich das in der Praxis vorstellen, wenn heute eine Gemeinde, Dorf Einfach, Dorf Ausfahrt, Videoüberwachung hat, einen Tag, was das an Zeit Wand bedeutet, wenn man wirklich alle Kennzeichen studieren muss, die Aufzeichnungen erfassen muss, wenn man sonst keine... Ja, das wird ja nicht gemacht, Frau Mayer. Im Fall von Einbrüchen wird das schon gemacht. Sobald es einen Einbruch gibt, wird das gemacht. Ja. Und dann würde es wieder Personal benötigen. Okay, wir haben uns sehr intensiv mit der Sache beschäftigt, weil wir auch ein bisschen skeptisch waren. Wir haben dann auch die Datenschutzbestimmungen angeschaut, also die Bedenken sind praktisch dann ziemlich ausgeräumt worden. Und natürlich ist es ein digitales, informatisiertes System. Das ist nicht der Polizist, der die Kennzeichen durchgibt, sondern werden durchgelassen. Insbesondere zu schauen, ob ein Fahrzeug gestohlen worden ist in dem Moment. Weil ist ja das nächste Problem, und das ist vielleicht ein bisschen ein Kritikpunkt auch bei der Videoüberwachung, dass diese organisierten Banden, mit denen wir es zu tun haben, die ja explizit vorher Autos stehlen, um die Einbrüche zu begehen. Und ob ich dann das Auto rausfiltern, mit dem ausgekundschaftet worden ist, das ist auch so schwierig. Also ich glaube, wenn konkrete Straftaten sind, wie ein Banküberfall zum Beispiel,
oder ein Großeinbruch in die Radgeschäfte, was man auch gehabt haben, Fahrerflucht. Ja. Nachher kann ich durch das System relativ schnell heraussehen, wo ist dieser Lieferwagen, welche Kennzeichen hat er, nicht, um danach wieder auf der Autobahn abzufangen. Weil ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass es eigentlich sehr, sehr hochprofessionelle Gruppen sind, die da agieren. Nicht? Und deswegen auch relativ selten auf frischer Tat ertappt werden. Nicht? Was vielleicht die Bürger auch ein bisschen beruhigen kann. Und darum, also die Konfrontation mit Wohnungseigentümern kommt ganz sehr, sehr selten an den das Tag, Problem, ja. Weil eben diese Gruppen das so anlegen, eben nicht erwischt zu werden. Ich sehe darin eher das Problem, dass wir eigentlich in der Wirklichkeit nicht hundertprozentig sagen können, mit welchen Tätern wir es zu tun haben. Fakt ist, es sind zum Teil ausländische professionelle Banden. Die eigens herkommen. Es gibt diesen Einbruchstourismus in Deutschland. In den Landeskriminalämtern spricht man davon. In Deutschland funktioniert der Informationsaustausch leider Gottes von Land zu Land nicht. Ich weiß nicht, wie es in Italien bzw. in Südtirol funktioniert. Wir wissen nicht, flüchten die Richtung Süden, Richtung Norden. Es gibt dann jene Einbrüche, die Drogensüchtige verüben, aufgrund sich zusätzlich natürlich etwas zu beschaffen, um Drogen an Drogen zu kommen. Also es gibt einen Mix gewissermaßen. Es gibt einen Mix. Ja. Das ist auf die Einbrüche bezogen. Absolut. Auf die allgemeine Sicherheit bezogen, glaube ich, spielt der Faktor. Nein, wir sprechen jetzt über die Wohnungseinbrüche, Frau Mayer. Reduzieren wir uns darauf und so gesehen abschließende Frage. Frau Mayer hat gesagt, es bräuchte eine Sicherheitskonferenz. Was halten Sie davon? Ich meine, ganz ehrlich, jetzt gab es diese, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ganz kurz ins Wort falle, aber es gab diese Massenschlägerei am Wochenende am Bozener Obstmarkt. Morgen findet dazu eine kleine Sicherheitskonferenz, auch passend zu diesem Thema statt. Da fragen sich natürlich auch viele Zuschauer, ja, warum dann nicht auch eine Sicherheitskonferenz über die Wohnungseinbrüche? Schau mal, also, dass sich die Verantwortlichen von Sicherheitskräften, Land und auch Gemeinden zusammensetzen und gemeinsame Strategien planen, das ist natürlich sicher zielführend. Und ich hoffe, die tauschen sich auch ohne unsere Aufforderung diesbezüglich aus. Und was das Wochenende am Obstplatz betrifft, das sind die gleichen Vorkommnisse wie wahrscheinlich in vielen Diskotheken das Wochenende passiert. Nur dort habe ich qualifiziertes Personal von den Diskothekenbetreibern, die diese Streitereien verhindern können. In Bozen muss man, glaube ich, prinzipiell, um die Sicherheit in der Altstadt auf dem Obstplatz zu garantieren oder zu verbessern, Möglichkeiten schaffen, wo die jungen Leute außerhalb und nach der Sperrstunde hingehen können. Das ist ein anderes Thema. Wir sprechen über die Wohnungseinbrüche. Man muss die Dinge klar beim Namen nennen. Abschließend noch, Frau Mayer. Im Obstmarkt waren alle Polizei bekannt, sind gut. Albaner. Das ist jetzt wirklich ein anderes Thema, Uli Mayer, denn wir sprechen über die Wohnungseinbrüche. So gesehen, Albaner gehören dazu, die in Wohnungen einbrechen. Frau Mayer, Wohnungseinbrüche in Südtirol. Ist Südtirol kein sicheres Land mehr? Was sagen Sie dazu? Wir haben darüber diskutiert. Aber eben, was ist Ihre Meinung? Die interessiert uns morgen im Mittagsmagazin speziell nach den 13 Uhr Radionachrichten. Die grüne, also kostenlose Nummer, mitzureden, sehen Sie derzeit eingeblendet. Sie können dann auch gerne meinem Gast im Studio Fragen stellen. Das ist Christian Karli, der Präsident der Vereinigung der Südtiroler Ortspolizei. Er wird dann sicherlich auch richtige und wichtige Ratschläge und Verhaltenstipps geben. In diesem Sinne sage ich danke, Uli Mayer und Felix von Wohlgemuth, für diese interessante und hochaktuelle Diskussion. Danke auch Ihnen daheim fürs Zuschauen. Und wenn Sie jetzt noch wissen möchten, wer denn ursprünglich die Brenner-Autobahn sogar durch das Passaiertal bauen wollte, dann empfehle ich Ihnen einfach, bleiben Sie dran, genießen Sie das Fernsehprogramm bei uns jetzt in HD. In diesem Sinne, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.